Welche Frau würde sich nicht mal von einem kräftigen Möbelpacker anheben lassen? Welcher Mann würde nicht gern mal mit einer schönen Stewardess sich in die Lüfte der Ekstase bewegen? Guten Morgen! Wir verbinden mit jedem Beruf so eine Eigenschaft und ein Merkmal, und oft ist dieses Merkmal auch zutreffend und charakterisiert Kernkompetenzen in einem Beruf. Ausgehend davon wählen wir bei unserer Berufswahl Berufe, die dem entgegenkommen, und auch werden wir von der Gesellschaft, wenn wir einen Beruf ausüben, entsprechend eingeordnet. Aber was ist eigentlich mit den Berufen, die sich eigentlich nur um das Geld drehen, also wie zum Beispiel ein Aktienhändler oder ein Devisenhändler, Steuerberater, Bankier oder dem Versicherungsmakler? Welche Assoziation habt ihr da? Warum arbeitet man in solchen Berufen? Was sind die Kernkompetenzen eines Aktienhändlers oder eines Versicherungsmaklers? Wofür steht er? Welchen Sinn macht das? Welche grundlegenden positiven Eigenschaften haben die Menschen, die diesen Beruf ausüben, zumindest in unserer intuitiven Wahrnehmung? Was lösen sie in uns aus? Was sie in mir auslösen? So, auf der einen Seite eine Abscheu und das Gefühl einer parasitären Existenz innerhalb einer Gesellschaft, und auf der anderen Seite werden sie von mir als vollkommen sinnlos und durch das Geldstreben als solches überhaupt existierend wahrgenommen. Und das sage ich als jemand, der selber mehr als 10 Jahre genau in diesen Berufen gearbeitet hat. An der Uni habe ich Diplomkaufmann gemacht, finanziert, indem ich Versicherungen verkauft habe, dann in einer Steuer- und Rechtskanzlei gearbeitet, bevor ich mich selbstständig als Trader und Parasitär des Geldsystems gemacht habe. Also ja, man tut in diesen Berufen nicht wirklich was Gehaltvolles, man erfüllt Normen und verdient und managt in irgendeiner Weise Geld und hält ein System am Laufen, was immer weiter solche bemitleidenswerten Lemminge wie mich damals ins System lockt und ausschöpft, in das Leben aussaugt. Es müssen dafür immer wieder neue Anreize gesetzt werden, wer lässt sich schon gerne bewusst ausschöpfen? Es muss neue Qualifikationen, die man erreichen kann, und Normen im Beruf geben, die man braucht, um wieder den Status zu erreichen, die man auch käuflich dann erwerben muss, wo auch wieder Geld in der Rolle kommt. Es muss neue Regeln geben, die man lernen muss, wo nicht eine Schulung existiert, und es muss auch immer weiter der Wunsch nach Konsum angeheizt werden, damit man nicht plötzlich realisiert, wie leer man ist, wie leer und wie substanzlos seine Arbeit wirklich ist. Ein Bäcker, der backt früh seine Brötchen und ernährt damit eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen. Ein Möbelpacker, der bewegt Möbel A nach B, und ein Lehrer unterrichtet die Kinder. Diese Berufe sind sinnhaft. Ein Rechtsanwalt, der hat keinen Sinn. Er existiert nur, weil die Menschen ein System von unsinnigen Regeln geschaffen haben und diese so kompliziert gestalten, dass man da gar nicht mehr weiß, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Denn gesunder Menschenverstand hilft da schon lange nicht mehr. Ein Steuerberater hat keinen realen Wert. Er existiert nur, weil wir ein unglaublich perfides, sich selbst bedingendes System an Steuergesetzen geschaffen haben. Anstatt einfach zu sagen, ja, die Hälfte des Einkommens geht eben an die Gesellschaft, in der man lebt, und Punkt aus Ende. Versicherungsmakler, der existiert nur, weil Versicherungen uns einreden und manipulieren, dass wir uns absichern sollen, weil sie ganz offensichtlich mit unseren Ängsten spielen. Schaut euch die Werbung an. Eine Absicherung sollte meiner Meinung nach stets von der Gesellschaft getragen werden, in der man lebt, und nicht von irgendwelchen Zusatzversicherungen, von irgendwelchen Unternehmen, die reines Geldstreben haben. Eine Gesellschaft hat immer auch Interesse an der Gesellschaft. Und ein Wirtschaftsunternehmen, das hat nur Interesse am Geld. Entsprechend sind diese Berufe einfach unnütz. Sie sind de facto unnütz. Ne? Wir müssen sie, wenn wir in diesem System sind, müssen wir natürlich diese Berufe in Anspruch nehmen. Wir brauchen einen Steuerberater zum Beispiel. Ne? Wenn wir uns da nicht auskennen, dann oder einen Rechtsanwalt. Ne? Wenn jemand ans Bein pisst oder wir jemand anders ans Bein pissen wollen, brauchen wir einen Rechtsanwalt. Weil es eben nicht anders geht. Das ist das System. Ja? Aber die Menschen, die diesen Beruf ausüben, die müssen damit klarkommen, dass sie was ausüben, was keinen Wert hat. Es ist auch nicht diskriminierend, wenn wir Berufe in unserem Gehirn mit Eigenschaften assoziieren, weil die Eigenschaften oft für diesen Beruf auch durchaus essentiell sind. Wenn man zum Beispiel jetzt in den Urlaub fliegt und seinen Arbeitsalltag hinter sich lassen möchte, weil man sich
Arbeitsalltag, ne? Aufteilung Arbeit und Freizeit, da hat man sich dafür entschieden und dann möchte man nach der Arbeit ja, einfach dann schön in den Urlaub fliegen, schön in den Urlaub fliegen und dann auch was Schönes fürs Auge haben und die Stewardess muss dann oder der Steward, ja, da muss dann schön sein und es werden einfach keine hässlichen Stewards eingestellt. Habt ihr schon mal einen hässlichen Steward gesehen? Ich noch nicht. Wenn ich einen ja, Stundenlohn für das Transportieren meiner Möbel bezahle, ja, dann soll der Möbelpacker doch bitte auch ja, zumindest ja, etwas mit Muskeln bepackt sein. Er muss kräftig sein, ne, um eben auch alles tragen zu können. Und so erfährt jeder Beruf ja, und seine ausführende Person eine gewisse Wertschätzung für eine besondere Eigenschaft. So, und da ist auch nichts verwerflich dran, dass man dann sagt, oh, kräftig wie ein Möbelpacker. Das ist in Ordnung, weil ein Möbelpacker kräftig sein muss. Aber was ist mit dem Aktienhändler, Devisenhändler, Rechtsanwalt, Steuerberater, Bankier und dem Versicherungsmakler? Für was stehen diese keine reale Leistung erbringenden Berufe? Berufe, die keinen Nutzen haben, die die Parasiten einer natürlichen Ordnung darstellen und die für die Entfremdung unseres Wunsches nach Liebe stehen. Sie stehen für die Krankheit unserer Gesellschaft. Denn diese sind die Tätigkeiten, die ihren einzigen Sinn darin haben, ein künstliches, überhaupt nicht notwendiges System am Laufen zu halten. Ich habe das bereits erwähnt, um den eingebildeten Fortschritt der Errungenschaften der Menschheit zu stabilisieren, was auch nur dieses System ist. Aber warum gibt es dennoch nicht wenige Menschen, die ihr Leben derart wegwerfen und sich selber zum Mittelpunkt und Katalysator dieser Krankheit machen? Weil sie sich nicht bewusst darüber sind. Fragt Euch mal ernsthaft, was ihr mit eurer täglichen Arbeit leistet. Schafft ihr wirklich einen realen Mehrwert? Oder seid ihr nur ein Rädchen, das ein System am Laufen hält, wovon ihr spürt, dass es sich nicht richtig anfühlt? Wenn ja, dann könnt ihr wahrscheinlich sinnvoller arbeiten, indem ihr eine Arbeit nicht macht, da ihr dem kranken System einen Teil entzieht. Tut Dinge, führt Berufe aus, die einen realen Sinn machen, ungeachtet des sozialen Standings dieses Berufes. Denn ein schlechtes Standing, insbesondere einfache Tätigkeiten, das ist einfach nur der Arroganz der Menschen geschuldet, sich quasi dann über die Natur zu erheben und zu sagen, wir sind besser, diesen irrwitzigen Gedanken, wir Menschen sind höher und umso künstlicher und gehaltloser eine Arbeit ist, Aktientrader, umso mehr ja, dient sie dazu, die Natur zu pervertieren und desto elitärer und besonders wird sie wahrgenommen, weil sie weg von der Natur ist. Wie krank ist das doch? Arbeitet sinnvoll, schafft etwas, definiert genau, warum ihr etwas tut. Ne? Wenn es nur das Geld ist, und das Geld verdienen und ja, dass ihr der Arbeit auch etwas Freude abgewinnen könnt, dann kündigt und sucht euch etwas, was euch ausfüllt und was für euch persönlich einen Sinn macht. Ihr werdet sehen, dass euer Leben plötzlich einen ganz anderen Stellenwert hat. Depressionen verschwinden. Soziale Kontakte werden intensiver, authentischer und eine elitäre Isolation gebaut auf einem Prestige- und Geldstreben gehört der Vergangenheit an. Ihr fangt an zu leben und einen ganz persönlichen Zugang zur Natürlichkeit zu finden. Ihr spürt eine Sinnhaftigkeit, das hilft alle Arten geistiger und körperlicher Krankheiten in euch zu heilen. Ihr werdet Mensch sein. Ihr werdet euren Platz in der Natur einnehmen. So wie es sich für euch richtig anfühlt. Eine komplett neue Qualität des Lebens. Verpasst diese Chance nicht. Es ist ein Leben, was sich auch tatsächlich lebendig anfühlt. Indem ihr was tut, was einen Sinn macht. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg dabei. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.